Pass bloß auf, dass du hier nicht verreckst. Ich bemühe mich. Vielleicht sollten wir vorne eine Truhe aufstellen. Wenn ich ins Lava falle, ist es eh egal. Ja, warum? Wenn wir eine Truhe aufstellen, rettet man ja vorher quasi alle Sachen. Ja, aber... Ich frage mich nur gerade irgendwie... Oh ja, mit der normalen Hacke kein Wunder, dass dieser Barren hier nicht kaputt geht. Ich bin so ein Blidiot. Blidiot? Blidiot. Eine Mischung aus Blödmann und Idiot. Blidiot. Genau das. Hast du das noch nie gehört? Steht sogar im Duden. So, ich hätte jetzt gerne trotzdem Wasser, aber irgendwie will es mir einfach kein Wasser geben. Ich habe Angst. Oh, Redstone. Die Lava ist auch richtig tief hier. Ja, das ist richtig. Ich bin weitergelaufen. Schau mir die Gegend hier ein bisschen an, das sieht echt geil aus. Dann geht sogar noch weiter. Na toll, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich stehe hier mitten im Nirgendwo. Hast du eine Werkbank? Nein, ne? Habe ich, aber ich habe kein Eisen. Für Eisenerz müsste ich eins, zwei, drei. Danke. Gib ich dir alles später zurück. Na, Hauptsache, gut, dass ich das gerade gemacht habe, da vorne, das mit dem Eisen. Ja, das ist wahr. Trotzdem hätte ich... Einen Keks für. Ich hätte jetzt trotzdem ganz gerne Wasser irgendwie. So. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Ich verstehe nicht, wieso ich kein Wasser kriege. Das erklärt sich mir nicht. Könnt ihr mir mal helfen in den Kommentaren? Jetzt kommst. Jetzt hast du Shift gedrückt oder irgendwas total Banales. Noch ein bisschen Eisen. Jetzt habe ich das Wasser doch quasi sogar stehend gemacht und es funktioniert trotzdem nicht. Haha, blöder Zombie. Uah. Komm her, ich geb dir Fresse. Ich habe gerade die Fläche hier ein bisschen vergrößert, indem ich das Wasser dahin gelenkt habe. Wo kommt der denn da mal her? Ich mach dich kaputt. So, ja. Weiterlaufen lohnt sich nicht. Gibt hier nichts Besonderes. Ich mach die Lava kaputt. Du bist voll der coole Typ. Wow. Weg, weg, weg. Warum? Was los? Lava, das ist los. Nein, böser Lars. Wenn man das mal alles abbauen könnte hier. Ja, das ist ein bisschen gefährlich gerade hier. Also nun kannst du doch was aufnehmen? Nö. Ich kann das nicht aufnehmen, ich habe das einfach nur umgeleitet, so, dass das irgendwie eine höhere Reichweite hat. Ich glaube, das war's dann hier unten. Sieht zwar geil aus, hier kann ich nicht weiter bauen, aber... Buddeln. Ja. Hab schon wieder keine Steine. Ich hoffe, du triffst da nicht auf Lava oder so, sonst... Vorsichtig hier. Das macht mir ein bisschen Angst. Warte, ich versuch mal. Ich hab das hier auch mit dem Weiterleiten. Wow. Das war jetzt blöd von mir. So, jetzt müsste es eigentlich... Das war jetzt unnötig. Ein Block vorm Kopf. Geronimo! So. Wieso klappt das denn hier mit dem Wasser weiterleiten nicht? Also irgendwie, die Physik von Minecraft erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ich glaube, du bist einer der wenigen Personen, die sich über die Physik in Minecraft aufregt. Ich rege mich da nicht mal drüber auf, weil ist vielleicht ja sogar alles richtig hier, aber ich verstehe es halt nicht. Und ich habe schon wieder mit der normalen Spitzhacke hier auf dieses Obsidian rumgehauen. Jetzt kommt dieses Klettern.
um hochzukommen. Ich habe kein Obsidian mehr. Hast du mir das abgenommen irgendwann? Nein, ich doch nicht. Nee, mal ernst, kann das. Nein, hast du das? Obsidian? Ich habe 5 Obsidian, wieso auch immer. Ja, das, ich habe doch gesagt, ich habe das eine Mal, als du gestorben bist, alles in die Kiste einfach nur reingepackt, damit du. Das kann sein, ich gebe ich dir auch wieder. Nee, darum geht's mir nicht. Nur ich hatte Angst, dass es irgendwie verschwunden ist. Das wäre ein bisschen mies gewesen. Oh, hier ist Lava. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Oh, Glück gehabt. Hauptsache, du überlebst. Ich bin noch nicht bei dir, ne? Ich bin hier noch am Abbauen von Obsidian. Naja, bau du ab. Beziehungsweise, ich muss es erstmal erstellen. Das ist das Nervige. Indem ich den Eimer mit Lava fülle. Oh, ich brenne. Oh, gut, dass hier direkt nebenan Wasser ist. Boah, wow, Creeper. Boah. Ich hab's gehört. Das war knapp. Darauf erstmal einen Schluck Fanta. Sound Orangenlimonade. Aber erstmal was essen, denn ich habe noch einen Stern, sag ich so. Ein Herz. Das war richtig knapp. So, jetzt habe ich langsam kein Essen mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. Essen ist eine gute Idee. Sollte aber reichen, bis wir wieder oben sind. Aber krass, was ich da noch gefunden habe, ne, im Wasserfall. Was hast du da gefunden? Ja, hier, das, die Stelle quasi. Ach so, das meinst du, ja. Ich bin wieder oben an der Truhe, ne? Und warte. Ich bin auf dem Weg. Ach, hier ist auch Lava. Kann man das irgendwie? Wie komme ich denn hier durch? Wo denn? Ohne zu verbrennen. Ich bin durch das Wasser geschwebt. Geschwebtet. Ich will noch mal eben versuchen, ob ich hier Wasser nehmen kann. Oder ist der Eimer vielleicht echt kaputt? Ich glaube, der ist kaputt. Egal. So, ja, Truhe hatten wir. Wo wollten wir denn jetzt hin? Hä? Hoch. Hier. Ja. Ja, ja. Irgendwann komme ich hier noch hoch. Hier wollten wir hoch? Davon weiß ich gar nichts. Du hast das gesagt. Hab ich? Du hast doch gesagt hoch. Ich hab gedacht, wohin wollten wir denn jetzt und du hoch? Schön, dass man hier aber nicht rauskommt. Aber hier ist viel Eisen. Hast du die Fackel jetzt gerade gesetzt? Ja. Du hast recht, hier ist viel Eisen. Du bist da an einer dran, an einer Quelle und ich bin hier auch nochmal an einer. Wobei ich mir denke, vielleicht machen die es absichtlich. Das ist so ein bisschen versteckter Weg und deswegen sind hier mehr Rohstoffe. Ja, kann hinkommen. Da ist auch noch Kohle, die lasse ich aber jetzt einfach mal liegen. Hä, wo kommen wir denn her? An der Lava hoch? Da nicht. Von da oben glaube ich auch nicht. Hier, oder? Wo ich lang laufe. Wo läufst du denn lang? Ja, hier am Lava, an diesem Lavafluss. Läufst du nicht wieder zurück? Waren wir nicht hier? Ich meine, da war der Hinweg, da hoch. Aber da oben war doch eine Sackgasse, wo wir gerade waren. Nein, ich glaube nicht. Moment. Nee, falscher Weg. Du bist auf der anderen Seite der Wand von mir, Moment. So, hier bin ich. Ich meine, also du hast mir damals gesagt, oh, hier ist ein Lavastrom, der sieht gut aus. Und ich habe gesagt, schön, was soll das? Und dann habe ich mir angeguckt, oh, der sieht echt schön aus. Und du so, ja, jetzt auf einmal. Hier? Ich glaube, hier sieht gut aus. Komm zurück. Warte, ich bin auf dem Weg. Oh, meine FPS droppen gerade heftig. Meine nicht. Grins. Ja, hier sieht's auf jeden Fall aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Die Frage ist, welcher dieser 5 Abzweigungen ist die richtige? Ich sag Runter ja, ist, glaube ich, eher weniger gut. Ja, der Weg ist falsch.
Guck mal, haben wir immer schon einen ausgeschlossen. Wenn wir übereinander laufen, treffe ich irgendwie nie den Stein, wo ich hin will. So. Da leuchtet's noch. Gehen wir mal hier entlang. Wobei, sind wir hier nicht... Ich glaube, ich hab's gefunden, oder? Ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie du zu mir kommst, oder? Ist es doch der falsche Weg? Bin schon hinter dir. Ach so. Jo, ich bin draußen. Links ist auch ein Creeper. Oh, wir haben es geschafft, oh mein Gott. Aua. Blödes Ding. So, wo ich ist jetzt unser Zuhause? Ich mauer den gerade zu, den da. Eingang. Ich habe einen anderen Eingang genommen. Hä? Wo bist du? Ja, hinter dir. Ich bin... mein Gott, ich habe einen Eingang neben dir genommen. Irgendwie. Ach so. Hm. Ah, mein schön beleuchtetes Zuhause. Ach, da ist eine Spinne. Ich wundere mich schon, was ich hier höre. Ich müsste Holz sammeln. Wenn ich schon mal unten bin, lohnt es sich nicht hochzulaufen. Auch wenn es dunkel ist. Ich sehe fast gar nichts. Ich höre nur, aber ist denn egal? So, die Brücke leuchte ich mal aus. Alter, drei Zombies, was geht denn hier ab? Kann sein, dass du auf deinem Server ein bisschen viele Monster eingestellt hast. Ich habe gar nichts eingestellt. Was? Du könntest mir ein bisschen helfen. Und ich, nee, ich komme zu dir. Das ist mir zu viel. Wie so viel? Ja, guck doch mal an. Ich hatte ganze Armada. Das sieht aus wie beim Moonwalk. Hinter dir auch, ein Creeper. Geh, renn. Weg da. Nein, ich hab mich runtergehauen. Ich hab meine Brücke jetzt erstmal zerstört. Egal. Mann. Ich brauche ein Gästezimmer bei dir, echt. Ja, hab ich ja gesagt, du wolltest nicht. Wo ist denn hier nochmal der Eingang zu dir? Hier? Hä? Ja. Wer hat denn das zugemacht? Ich doch nicht. Oder wollte ich nicht, dass... Ich wollte nicht, dass hier irgendjemand in meinem Bettchen schläft. Du hast nicht mal... Ah, da ist eine Kiste, aber du hast noch zweimal Wolle. Ich habe leider keine mehr. Schade. Aber draußen höre ich Schafe, aber das sind wahrscheinlich deine, ne? Ich habe keine Schafe gezüchtet, also aktuell kannst du noch alles töten, was an Schafvieh bei mir rumrennt. Ah, es wird eh hell. Was macht man nochmal mit Knochen? Damit kannst du Knochenmehl machen und dadurch wachsen unter anderem, glaube ich, Bäume schneller. Also die wachsen schneller. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Funktion hat. Hm. Ich glaube, ich packe die Diamantenspitzhacke mal in die Kiste, damit ich die nicht sofort wieder verliere. Du hast meinen Zugang zugemauert, du Schwein! Oh, ich habe einen Bogen, das ist cool. Hast du einen fertigen gefunden? Ja, scheinbar. Ich mache mir jetzt auch einen. Ich hab doch, glaube ich, alles da, oder? Werkbank. Ich versuche jetzt einfach mal Stock untereinander, so ganz links und dann so. Nein, andersrum. Oder? Warte mal. Weißt du, wie man Pfeile macht? Nö, ich hab aber welche. Ich hab alle gerade weggeschossen. Alter, was in dem Wasser hier abgeht. Vielleicht auch so? Brenne! Wie macht man denn einen Bogen? Das weiß ich nicht. Ich bin gerade überfordert, eigentlich. Hab ich schon wieder vergessen. Warte mal, ich sag dir das gleich. Ach nein, ich weiß wieder. Ah, Denkfehler. Dummer Junge. Ich hab einen. Und wie geht er jetzt? Drei Stöcke oben in der Mitte rechts und unten in der Mitte und ganz links dreimal Faden. Okay. Da, Goldbarren, hallo. Was auch immer ich mit euch soll. Ich hab kein rohes Fleisch mehr, glaube ich. Oh, mitten am Tag, gerade war doch noch finster in der Nacht. Hab ich schon gesagt. Ja, aber ich dachte, es wäre nur so ein bisschen hell, aber das ist ja schon... Die Frage ist, ob die Monster aus seinem See jetzt verschwinden, weil dort schattig ist.
Das erinnert mich schon wieder an eine Walking Dead-Folge, also was geht ab? Ich werde die mal töten hier, die Monster, glaube ich. Wenn die im Wasser sind, sind die ja nicht wirklich gefährlich. Okay, der brennt. Jetzt habe ich ihn wieder gelöscht, das war natürlich sehr sinnvoll. Ein Hühnchen flattert noch in meinem Seechen rum. So, Creeper auch tot. Holz sammeln, wie viel es geht. Dann kletter ich hoch und beende mein Häuschen. Was hast du gesagt? Es gehen auch, man kann auch die Bäume beschleunigen mit Knochenmehl? Ja, Wachstum. Ich finde Bäume anpflanzen irgendwie sinnlos. Hier gibt's ja immer welche, wenn man welche braucht. Ja, irgendwann, wenn du abgehst, ne, musst du immer weiterlaufen. Na gut, das stimmt. Erstmal wieder die Brücke hier herrichten, die der Markus kaputt gemacht hat. Ich hab die kaputt gemacht. Ja, du hast Steine dahin gepflanzt. Ja, und die war komplett abgerissen, die musste ich ja rüber. Ja, mit Erde. Ich hab keine. Ich bin nicht so ein Öko-Freak wie du. Oh, ich sollte mal unbedingt irgendwas zu essen oder so, weil langsam, jetzt habe ich nichts mehr. Irgendwie hat nicht alles Weizen überlebt. Wie kann denn das sein? Ist doch ein Gatter drum. Vögel. Gibt es die? Nö. Wann kann man das denn ernten, wenn es gelb ist, ne? Ich mach das hier zwar gerade, aber wenn das grün ist und man das abbaut, was passiert dann? Ich glaube, dann geht's verloren. Ich glaube, dann hast du halt nur diese Dinger, die du einpflanzen kannst. Hm. Oder also ich auch hab nicht mal, ich weiß es gar nicht mehr. Weizen habe ich jetzt. Und Weizenkörner habe ich auch neue. Mach mal Brot. Bitte heißt das, du Bauer. Aber wie macht man das, ist die Frage. Mal kurz nachschauen. Braucht man bestimmt Milch für, oder? Nee. Gibt's überhaupt Milch bei Minecraft? Ich glaube nicht. Ich komm damit Milch. Ich komm auf Milch, ja. Ich weiß nicht. Beim Backen benutze ich oft irgendwelche Milch, aber ich backe halt selten Brot. Menschenmilch. Brot. Weizen einmal links, Mitte und rechts. Nur aus Weizen? Ja toll, ja. Da kann ich uns genau ein Brot backen. Stimmt, ihr sollt auch mal jagen gehen. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr, fuck, in meinem Inventar. Fuck. Was? Scheiße. Wo bist du? Ich habe nur noch drei Leben, nicht Leben, sondern dreimal was zu essen. Oh oh. Ja, mein Gott. Ist doch helllichter Tag, da passiert nichts. Ich brauche Hunger. Lars, ich brauche Hunger. Ey, das war mein Schwein. Ich muss was zu essen machen. Es liegt doch da. Ich kann das eh nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Scheiße. Granit, weg. Ja, Bruchstein, Andesit. Kies? Was? Aber da ist von einem Baum, von einem Setzling. Das will ich haben. Ich pack meinen Setzling nicht an, Lan. Ja, du hast sie ja nicht mitgenommen. Ja, weil ich voll bin. Ich brauche ja, aber unbedingt Holz. So redest du auch die ganze Zeit. Ich brauche Holz. Ja, für die Setzlinge, die ich hier eingesammelt habe, biete ich dir das Holz von zwei meiner Bäume. Ja, irgendwie müssen wir ja die Ökonomie aufrechterhalten. Kann ja nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit Weizen anbaue, Bäume anbaue und du baust die schön die ganze Zeit ab und holst dein Haus hier zum Weltherrschaftshaus oder so. Ich bring mein Haus zum Weltherrschaftshaus. Ja. Ich sehe das offen von uns. Oh Mann. Aber meine Bäume, werden die eigentlich auch höher oder gehen die nur so hoch, wie die jetzt sind? Manche werden schon richtig hoch. Ist immer Zufall. Ich glaube, ich baue die hier alle ab. Da, 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 da. Hä? Ein Baby-Zombie? Oh, wie süß! Du siehst jetzt zuerst erst ein Baby-Zombie, jetzt erst. Nach gefühlten 10 Folgen oder so. Ist das was Außergewöhnliches? Nö, die sind komplett, es gibt komplett viele und ich wundere mich, dass du jetzt erst einen siehst. Ich meine ja, ist das nichts Außergewöhnliches? Ich dachte, das wäre jetzt was voll Besonderes. Nö. Und hier ist noch einer, wieso greift der mich am helllichten Tag an?
kommen die ganzen Zombies her? Aus dem See. Nee, da brennt einer. Der brennt übrigens viel zu lange. Der müsste viel eher sterben, meiner Meinung nach. Das waren wahrscheinlich seine Kinder. Naja. Was denn? Lars, der Kindermörder. Wann verschwinden denn diese komischen Baumkronen wieder? Nach einer gewissen Zeit. Aber du musst das Holz komplett abbauen. Wenn du oben so ein Stück Dings lässt, überlässt, dann bleiben die Kronen. Wenn ich ein Stück Holz überlasse oder wenn ich auch ein Stück Garten überlasse quasi? Das letzte Stück ist ja immer ein bisschen von der Krone. Kann ich das wegmachen? Muss ich das wegmachen oder kann das drin bleiben? Also das Holz muss komplett weg. Wenn das zum Beispiel jetzt an einen anderen Baum grenzt, dann musst du die Verbindung trennen. Also das Holz muss komplett weg, damit die Blätter etc. abfallen, verschwinden. Ich glaube, ich sollte die Bäume ein bisschen sparsamer pflanzen und nicht direkt so nebeneinander, wie ich es vorher gemacht habe. Ich habe immer nur einen Platz freigelassen. Das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ja, das ist ein bisschen wenig. Die müssen aber wirklich am Wasser stehen, oder? Bilde ich mir das ein? Am Wasser nicht direkt. Ich dachte... Bäume nicht. Ach so. So. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Holz. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Da ist noch ein Apfel. So, kannst du mal eben nachgucken, wie man einen goldenen Apfel macht? Moment. Minecraft-Wiki. Klick. Danke, danke, danke. Einer Apfel von uns. In die Mitte und Goldbarren drumherum. Okay, das ist natürlich viel Gold, was man da verbraucht. Steht da auch die Wirkung? Das habe ich schon wieder weggeklickt. Okay, dann entweder finde ich das heraus oder ich mache ihn einfach und dann werden wir sehen. Oh, so viel Platz habe ich gar nicht für Eisen. Ich weiß nicht, ob es ein Mod ist oder so, aber man kann hier schon eine Atomexplosion hervorrufen. Ich weiß nicht, ob ich das beeindruckend oder traurig finden soll. Er findet auch wieder eine Mischung aus einem Wort, darum bist du ja gut. Dumm ich auch. Ich frage mich gerade, Fichtenholzbretter, Eichenholzbretter, okay, das eine ist dunkler. Ich könnte eine Schere brauche ich gar nicht. Ja, noch nicht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich einen anderen Baum angefällt habe. Angefällt habe. Wir haben es aber heute mit dem Sprechen. Ach Mensch. Den Kompass packe ich mal ins hier rein. Den blauen Stein brauche ich auch nicht. Was macht man mit einer Glasflasche? Kann man sich da ein Bier drin abfüllen oder sowas? Eine Gasflasche? Glas! Glas, das Ding, wo du auch durchgucken kannst. Ich weiß nicht, trinken. Ich weiß nicht, was man machen kann. Home sweet home. 20 Goldbarren habe ich schon, immerhin. 64 Kohle, 64, 64, 64, Eisenerz, 64. Wie machst du denn die Wände von deinem Holz? Wie Wände von meinem Holz? Von deinem Haus. Ja, aus Holz. Ja, nur aus Holzblöcken oder nimmst du Bretter oder wie machst du das? Erstmal nur Blöcke, damit ich ein Dach hab. Und dann später? Überlege ich mir was, mal gucken. Gib mir mal erstmal meine ganzen Rohstoffe wieder, die du mir geklaut hast. Ich hab dir nichts geklaut. Gehen Sie hier bitte raus. Hallo? Was machst du da? Ja. Ich will meine Rohstoffe wieder haben. Das reicht aber auch. Kohle hab ich alles gesammelt. Die Kohle kannst du auch... Hey, ich hab doch bis jetzt nur 17 Eisenerz rausgenommen. Ich beobachte dich. Nein, die 17 Eisenerz kriegst du wieder. Ich brauche noch ein bisschen was. Ich nehme einen Stack, den Rest darfst du behalten. Und was? Ich möchte. Das ist aber mehr, als du mir gegeben hast. Das war ein Scherz. Nimm's gut, einfach. Gut. Ja, mein Gott. Erschreck mich doch nicht so. Ich wäre hier fast umgefallen. Aber bei dieser schönen Abenddämmerung würde ich sagen, wäre das der perfekte Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Und rechts sieht es noch schöner aus, Lars.
mit der Lava, das waren wir da hinten schon mal, da müssen wir mal irgendwann hin. Da können wir einen Vergnügungspark machen. Weißt du was, ist eine Folge oder Aufnahme, in der ich nicht gestorben bin. Dafür müsst ihr uns doch ein Like hinterlassen oder mir. Dafür muss ich erstmal ganz doll klatschen. Aber ich finde, das sieht geil aus hier gerade von hier oben. Sehr schön. Ja, deshalb habe ich es ja auch hier gebaut. Ja, das muss ich gleich in die Luft sprengen, damit ich das bessere Haus habe. Und wir würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Über einen Daumen oder Abo würden wir uns sehr freuen. Und weil ich nicht gestorben bin. Genau, einen Daumen nach oben, dass Markus nicht gestorben ist. Das hat er schon verdient. Gesagt, aber Lars wird natürlich wieder nichts zu. Ja, von mir auch. Bis dann. Ja, ciao.